Jo, hallo Leute, schönen guten Tag. Je nachdem, wann ihr seht, die Luzifer News aus Braunschweig. Mein heutiges Thema ist der Zensus 2011. Ich habe heute gerade meinen Schein abgegeben. Ich zeige euch hier mal die Empfangsbestätigung, habe ich mal vorsichtshalber geben lassen. Ja. Von einer Frau Dressler. Ja, das habe ich also soweit ausgefüllt, weil ich arbeite ja, ihr wisst, ich mache Nachrichten, Nachrichtenportal, habe aber andererseits ein Arbeitsverbot von der AGE. Das heißt, also darf keine Arbeit nachgehen, die bezahlt ist. Und habe das dann abgegeben. Es fing schon an bei der Staatsangehörigkeit. Die Frau Dressler wollte mir also weismachen, ich habe die Staatsangehörigkeit Deutsch, was natürlich nicht sein kann, nach Artikel 116 des Grundgesetzes oder auch nach dem sogenannten Personalausweis. Da müsste ja Bundesrepublik Deutschland draufstehen. Die Fragen gab es dann eben auch ja, wegen der Arbeit. Ich habe gesagt, ja, ich habe ja gearbeitet. Sie kam also mit dem Datenblatt nicht so richtig zurecht, muss ich sagen. Und weil sie wollte also nicht einsehen, dass ich arbeite, aber dafür kein Geld kriege. Das wäre dann arbeitslos. Also wenn ich arbeite und kriege kein Geld dafür, dann wäre das arbeitslos. Das heißt also, ja, ist also unglaublich eigentlich. Und ja, im Nachhinein sagte sie dann so, ja, sie müsste dann also, nachdem ich das abgegeben habe, in diesem Zensusbericht etwas streichen. Das heißt also eine Datenänderung vornehmen, ne, was natürlich wieder nach datenschutzrechtlichen Gründen gar nicht geht. Und das ist so das Problem, was ich eben gerade habe hier. Und ja, ich weiß nicht gar nicht, warum man hier eine Datenerhebung macht, wenn man nachträglich die Daten sowieso ändert. Dann ist das, ja, keine Ahnung. Wie gesagt, ich habe das heute ist der 4. abgegeben in der Richard-Wagner-Straße, nach bestem Wissen und, ach, ein Herr Dressler, es war eigentlich eine Dame da. Dann hat mir also die Dame hier irgendwas gesagt, also nicht der Herr Dressler, das weiß ich natürlich gar nicht den Namen. Das ist also ein Wirrwarr hier, ist also unglaublich. Zumindest hat hier ein Herr Dressler IA unterschrieben im Auftrag. Aber auch nicht bestätigt, gestempelt oder sonst irgendwas. Also es geht von dem Schreiben auch keine Rechtswirkung aus. Ich habe aber nur eben belegt, dass ich es hier abgegeben habe bei der Stadt Braunschweig. Aber es ist natürlich die Frage, wenn nachträglich Akten und Daten geändert werden in dem Schein, den ich abgebe, den ich nach bestem Wissen und Gewissen ausgefüllt habe, dann ist der ganze Zensus ja Humbug, muss ich mal sagen. Und ja, ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, was der ganze Mist soll. Ja, man hatte mir vorher, war ein junger Mann da, der sagte, es wäre Datenschutz. Ich meine, man kann die Daten bei der Stadt Braunschweig abrufen. Das Ordnungsamt verkauft sowieso die Daten, zum Beispiel an die GEZ zum Beispiel, gibt die Daten raus. Ich meine, könnte man die Daten auch abrufen. Dann brauchte ich hier diesen Schein nicht ausfüllen, aber ich habe eine Nummer ausgefüllt. Ne, man droht ja mit Ordnungswidrigkeiten. Ordnungswidrigkeitengesetz ist aufgehoben seit 2001. Das heißt, man könnte mir damit auch nicht drohen, aber ich will ja nicht gegen den Staat oder der Deutschland GmbH arbeiten, sondern mit dem, ja, meine Bürgerpflicht erfüllen sozusagen. Aber das ist natürlich witzlos, wenn meine Daten nachhinein verändert werden, hier von der Zensusstelle, öffentliche Sicherheit. Ich kenne es ja aus den Akten von der AGE, dass da Datenänderungen vorgenommen werden oder Datenfälschung vorgenommen werden. Und das ist also schon ein Ding, was hier abgeht. Wie gesagt, das war hier die Aussage, die ich hier gekriegt habe, dass man also im Nachhinein dieses Datenblatt, was ich ordnungsgemäß ausgefüllt habe, ändert. Wollte sie mir noch vorwerfen, ich würde gegen diesen Zensus arbeiten, was ja gar nicht der Fall ist, sondern ich wollte ja meine Mitwirkung zeigen. Und es ist also schon ein Ding, was hier abgeht mit dem Zensus. Ich werde da also nochmal einen Bericht kriegen. Hier, mich hat da noch ein junger Mann angesprochen wegen Zensus, und zwar wurden denen seine Daten per Telefon durchgegeben, und das ist also ein Ding, das hier also datenschutzrechtlich gar nicht geht. Und ja, ich weiß es auch nicht, also hier gehen Dinger ab, da schüttelt man einfach nur den Kopf, und ich weiß es auch nicht. Ja, wie gesagt, Fragebogen abgegeben, Haushaltsbefragung im Rahmen des Zensus ordnungsgemäß ausgefüllt. Mal sehen, vielleicht schreiben sie mich ja wieder an, dass ich irgendeine falsche Ansage oder Aussage gemacht habe, nachdem man denn eben das Datenblatt geändert hat.
Es ist also unglaublich hier. Man schüttelt eigentlich nur noch den Kopf, wenn man sich einigermaßen mit Recht auskennt, dass hier einem gesagt wird, das Datenblatt ändern wir sowieso. Also wozu brauchen wir denn den Zensus 2011? Ne? Ja, soweit so gut von der Lucifer News. Bleibt schön sauber, bleibt trocken, damit wir uns bald wieder sehen zu den nächsten Lucifer News, falls ich nicht wieder verhaftet und erschossen werden soll. Ja, Braunschweiger Krimi-Festival. Das kann man hier wirklich als Krimi-Festival bezeichnen, was hier abgeht. Unglaublich. Unglaublich.